Kommt raus vom Walde, komme ich her und ich bringe euch die 20 mit, bitte sehr. Juhu. Herzlich willkommen zum Adventskalender-Unboxing. Genau, wir machen weiter. Heute ist der 20. Dezember. Oh, es neigt sich dem Ende zu. Auf eine Art sehr traurig, auf eine Art bin ich glücklich, denn bald haben wir Betriebsferien. Juhu. So, Balea, hier ist die 20. Und da haben wir drin, ja, das brauche ich auch im Moment, ne? Ich habe Füße wie ein Hobbit, nur nicht so behaart. So, und da ist nämlich drin eine Fußbutter mit süßem Vanilleduft. Ja, das kommt bei mir hier gleich ins Wohnzimmer auf den Tisch, ey. Ja, die riecht sehr gut. Mhm. Ja, sehr, sehr gut und reichhaltig. Dankeschön, die 20 fängt sehr gut an. Wollen wir mal gucken, ob Isana das weiter kann? Es hat sich gereimt. Und was sie reimt, ist schön. Trollölö. Hier oben ist die 20. Ah, auch eine Butter. Nur noch viermal schlafen. Ja. Und dann die Bescherung. Da haben wir nämlich drin eine Bodybutter. Und zwar mit Kokosöl. Sehr schön. Ich möchte die aber gerne mal aufmachen. Oh ja. Die riecht gut. Ja, die riecht gut. Mhm. Doch, man muss da immer gucken, Kokosöl, es gibt immer so diese Mischung Shea Butter, Kokosöl, dann noch irgendwas dabei, was manchmal vom Geruch her ist. Aber die ist gut. Oh ja, und reichhaltig. Oh, gerade jetzt so im Winter und diese Zeit, wenn ich halt auf Arbeit im Lager bin, dann ist die Haut doch sehr angegriffen bei minus 23 Grad, ne? So, wir kommen jetzt hier zu 20. Auch so eine kleine. Ist sie klein, aber fein? Wir werden es sehen. Wieder ein Lippi. Ja gut, das hätten sie jetzt besser machen können. Ah, noch ein Lipgloss. Noch ein Lipgloss. Oh, das ist aber eine schöne Farbe. Das ist die Farbe. Da steht wieder so ganz kleiner drauf. Das kann ich sogar nicht lesen. Oh, nee. Bin aber falsch rum. Das ist genau so geklebt, dass du das nicht lesen kannst. Nee, also das spiegelt, das kann keiner lesen. Da brauchst du eine Lupe. Da brauchst du eine Lupe oder ich eine Brille. Das kann auch sein. Aber richtig, richtig schöne Farbe. Hä, das ist ein bisschen klein. Nee, also ich habe ja gute Augen, aber das kann selbst ich nicht lesen. So. Dann haben wir noch den Asam Adventskalender mit der Zwanni. Wollen wir mal gucken, was da drin ist. Holen wir es erstmal raus, ne? Dann kann ich mich hier gemütlich hinsetzen. Ja, gut, für mich dann eher, aber egal, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich wusste ja vorher auch, was ich mich einlasse, ne? So, das ist nämlich ein wunderschöner Nagellack. Ach, guck mal. Der ist schon toll, ne? Das ist Gold, Glitter. Doch. Ich mach den mal eben kurz auf. Ja. Der ist schon schön. Der ist schon schön. Wird aber weitergehen, weil, ja gut, ich gehe ja zum Nageln. Das ist schon, das hat schon was. Ja, zur Weihnachtszeit ganz toll. So, die 20 von Jasmin. Wir kommen zum Finale. Die ist groß diesmal. Ja, da bin ich gespannt. Was haben wir denn da drin? Oh, du bist doch verrückt. Jasmin, du bist verrückt. Yankee Candle. Yankee Candle ist teuer. Bist du irre? Ich glaube, ich habe bis jetzt, glaube ich, ein oder zweimal Kerzen gehabt von Yankee Candle. Die ist verrückt. Die ist verrückt. Wir müssen das aufmachen. Wow. Wow, 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 wow. Toll. Da haben wir einmal drin Sugared Blossom. Oh, die duften aber auch, ne?
Das sind diese kleinen. Und die werde im. Ich habe jetzt zu Weihnachten auch ganz normale Gläser da stehen. Und die werde ich da reintun. Dann habe ich hier noch Mango Lemonade. Da wird das Wohnzimmer duften. Auch schön. Konfetti-Macarons. Und Wild Daisy Meadow. Gut, das sind jetzt keine Weihnachtsdüfte. Muss aber jetzt auch dazu sagen, das musste und hätte auch gar nicht sein können, weil wir früher damit angefangen sind. Und da gab es halt noch nicht so viel Weihnachtssachen. Aber ich bin weg. Ich weiß weg. Die Düfte alle super toll. Die werden ins Wohnzimmer landen. Oh, und die werde ich auf jeden Fall anmachen. Ich glaube, da werde ich mir gleich noch eine anmachen. So, das war die 20. Dankeschön, Jasmin. Danke, danke. Du triffst immer genau meinen Geschmack. Ich bewundere das. Ja, das war die 20. Ich würde sagen, nur gute 20, ne? Eine Sache werde ich weitergeben, natürlich den Nagellack. Denke ich mal, der wird weiter wandern. Alles andere wird bei mir bleiben. Und ja, ich sage bis morgen, dann machen wir die 21 auf. Also, schönen Abend euch. Ciao.